willkommen auf Susis Cooking Kanal. Heute gibt es einen Salat und zwar gibt es einen Blumenkohlsalat mit Kichererbsen. Als ich das Foto gesehen habe, hat mich der Salat sofort richtig angelacht und das Rezept ist aus der ganz aktuellen Ausgabe von Rezepte mit Herz. Aus der Ausgabe 424 findet ihr jetzt aktuell am Kiosk und es sind richtig schöne Sommerrezepte drin. Und eben auch dieser Blumenkohlsalat mit Kichererbsen. Blumenkohlsalat mit Kichererbsen, genau so heißt er. Und ich lese euch mal vor, was ihr dafür braucht. Ihr braucht einen kleinen Blumenkohl, eine Dose Kichererbsen mit 240 Gramm Abtropfgewicht, eine Knoblauchzehe, 20 Gramm Tahin, Sesampaste, 20 Gramm Olivenöl, einen Teelöffel Kurkuma, einen Teelöffel Paprika edelsüß, einen Teelöffel gemahlenen Kreuzkümmel, einen Teelöffel Ahornsirup, Salz und Pfeffer. Dann braucht man für das Dressing von dem Salat den Saft einer Zitrone, einen Teelöffel mittelscharfen Senf, 20 Gramm Olivenöl, einen Teelöffel Ahornsirup, Salz und Pfeffer. Und außerdem braucht man einen Blattsalat, kleine Tomaten und eine Salatgurke sowie 200 Gramm Feta. Vorbereitet habe ich jetzt schon mal den Blumenkohl. Ich hatte jetzt einen kleinen Blumenkohl, ich habe ihn nicht gewogen, es war wirklich ein kleiner Kopf. Den habe ich auch in so kleine Röschen geteilt. Hier sind die Kichererbsen, die sind abgetropft und abgewaschen. Das steht schon mal parat. Und los geht es dann laut Rezept mit dem Backofen. Den habe ich schon mal auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt. Gebacken wird in der mittleren Einschubhöhe, weil unser Blumenkohl und die Kichererbsen, die werden nämlich jetzt mariniert und kommen dann im Backofen. Und los geht es mit einer Knoblauchzehe. Natürlich nehme ich wieder für so eine kleine Menge meinen Miximeiser. Brauche ich gar nicht mehr erzählen, glaube ich. 20 Sekunden Stufe 6, wahrscheinlich braucht man gar nicht so lange mit dem Miximeiser. Das waren jetzt 5 Sekunden. Und der ist super schön klein. Den schiebt man jetzt nochmal nach unten. Und da kommen nämlich jetzt auch die restlichen Zutaten schon dazu. Machen wir erstmal die trockenen. Und das wäre einmal ein Teelöffel Paprika. Schaut auf, dass ihr es nicht direkt aufs Messer schmeißt. Ein Teelöffel Kurkuma, Salz, und auch Pfeffer, ein Teelöffel Kreuzkümmel, Gramm Olivenöl, ein Teelöffel Ahornsirup, da machen wir einfach so ein, oh, ist der noch zu, ich glaube, ich habe noch einen offenen, wusste ich es doch, ich habe noch einen offenen, einen Teelöffel, den brauchen wir später nochmal, den heben wir auf. Und 20 Gramm von der Sesampaste. Immer schön verrühren, da schwimmt immer oben das Öl drauf. Die ist nicht kaputt, sondern das setzt sich einfach so ab. Und bevor ihr die benutzt, einfach schön aufrühren. Dann verbindet sich das wieder gut. Jawohl. Und ich denke, dann haben wir auch schon alles für das Dressing. Ich lese mir nochmal. Olivenöl, Kurkuma,
Jawohl. Auch da setze ich jetzt wieder den Miximizer ein, weil es eine recht kleine Menge ist. Schiebe aber alles nochmal vom Messer runter und von den Rändern. Und mixe das alles nochmal 20 Sekunden auf der Stufe 6 durch. Und diese Marinade kommt jetzt zu unserem Blumenkohl und Kichererbsen. Oh, riecht das gut. Und um das jetzt gut zu verteilen, ziehe ich mir jetzt Handschuhe an und vermenge das schön miteinander. Also ich muss sagen, mit den Handschuhen geht das, glaube ich, wirklich am besten, weil auch der Kurkuma ja so färbt und da könnt ihr richtig schön reingehen. Und jetzt, wenn ihr das alles schön vermengt habt, gebt ihr den Blumenkohl mit den Kichererbsen auf ein mit Backpapier belegtes Blech. Verteilt das alles noch schön. Dann geht es jetzt in den Backofen für 15 Minuten erstmal. Nach den 15 Minuten wenden wir das Ganze mal und rühren es ein bisschen durch und backen es weitere 15 Minuten. Also insgesamt kommt es jetzt für eine halbe Stunde im Backofen. In der Zwischenzeit machen wir schon mal das Dressing. Ich habe jetzt den Mixtopf nur grob ausgespült. Da kommt jetzt der Saft einer ganzen Zitrone hinein. Auch wieder ein Teelöffel Ahornsirup. Salz und Pfeffer. Gramm Olivenöl sowie ein Teelöffel mittelscharfer Senf. Und auch dieses Dressing wird wieder 20 Sekunden auf der Stufe 6 verrührt. Der Miximizer ist jetzt nicht gespült, den gebe ich wieder hinein. Für alle, die neu dazugekommen sind, ich habe ja auch immer wieder neue Abonnenten, das ist ein Mixtopfzerkleinerer. Da habt ihr jetzt nur noch bis hier quasi das Volumen und es spritzt euch auch nicht an den Deckel. Und mit meinem Code SUSI5 bekommt ihr 5% bei der Firma Wundermix, wo ihr dieses Produkt erhaltet. Die 5% mit meinem Code gibt es auf das gesamte Sortiment. 20 Sekunden Stufe 6 wird das jetzt miteinander vermischt. Das Salatdressing ist jetzt auch fertig, das fülle ich mir kurz um und dann richtet ihr euren Blattsalat, eure Gurke, die Tomaten, die Feta-Würfel schon mal so in ein Zentimeterstück her, gebt es in eine Schüssel und wir warten auf den Blumenkohl und auf die Kichererbsen. Und dann ist eigentlich unser leckerer Salat auch schon fertig gleich. Die Vorbereitungen sind soweit abgeschlossen. Hier ist schon mal meine Salatschüssel, da habe ich jetzt eben noch Gurken in grobe Stücke geschnitten, Tomaten und Salat. Salatdressing ist umgefüllt und hier steht, wie ihr seht, der Blumenkohl mit den Kichererbsen. Habe ich wie angegeben eine halbe Stunde jetzt im Backofen gehabt und es riecht so, so gut. Ich werde jetzt das Dressing über den Salat geben und werde es mit den Händen wieder schön unterarbeiten, bevor ich dann den Blumenkohl mit den Kichererbsen drüber gebe. Richtig knusprig, ja ein bisschen knusprig sind sie und darum möchte ich die am Schluss eigentlich oben drüber geben, dass es auch noch ein bisschen bleiben. Ich werde es wieder mit meinen Handschuhen machen und ich zeige euch dann nochmal den fertigen Teller. Der Blumenkohlsalat mit Kichererbsen ist fertig und ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich mich auf diesen Teller jetzt freue. Schaut das nicht gut aus? Mal ganz was anderes. Wer möchte, kann sich da jetzt noch Hähnchenspieß oder einen Fisch dazu machen. Ganz egal, wir lassen uns den jetzt so, wie er ist, schmecken. Und wie gesagt, ich freue mich tierisch drauf. Vielleicht habt ihr Lust,
es nachzumachen. Wie gesagt, es ist die ganz aktuelle Ausgabe Rezepte mit Herz, die 0424 jetzt im Handel zu finden, und es sind wirklich viele, viele schöne weitere Rezepte drin. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen und sage Servus und Pfiat euch. Bis bald.